Ich bin Kevin Berry, 26 und spiele bei Alligator Malanz. Das Spiel bezeichnet mich sicher meine Ausstrahlung. Also ich strahle sehr, sehr viel Ruhe aus. Und, ja, und das Zweite, was mich sicher auch noch auszeichnet, ist, dass ich eine gute Spielübersicht habe, vor allem in der Offensive. Der Berry ist auf dem Feld vor allem dafür bekannt, dass er richtig, richtig hart schiessen kann. Er wird durch das vor allem vermutlich der gegnerischen Goalie bekannt sein. Er ist jetzt vielleicht nicht bekannt als grösster Lauftalent, aber das macht er mit Intelligenz auf dem Feld und mit dem starken Schuss weg. Also für meine Gewaltschüsse habe ich selber eigentlich kein grosses Geheimnis. Es ist eigentlich über die Jahre eigentlich gewachsen. Ich kenne ihn vor allem von der U19-Nazi. Dort habe ich ihn schon kennengelernt, dass er nicht so viel sagt. Jetzt, als ich bei Malanz bin, kann ich das wieder bestätigen. Er redet immer noch nicht extrem viel. Vielleicht einen Satz pro Monat mehr als früher. Aber er ist, wenn er etwas sagt, hat es dafür meistens Hand am Fuß. Also ich habe mehrere kleine Rituale. Eins zum Beispiel ist, dass ich immer zuerst den rechten Schuh anlege und dann den linken. Es gibt natürlich mehrere prägende Momente in meiner Karriere bis jetzt. Sicher der erste Schweizer Meistertitel in der Nationalliga. Und natürlich auch die zwei WMs, die ich spielen durfte. Das waren auch sehr eindrückliche Momente, die ich hier erleben durfte. Der Moment, den ich nicht gerne erinnere, ist sicher der Superfinale, wo wir gegen Wilder verloren haben. Wo wir 10 Minuten vor Schluss noch 5-3 führen und nachher nach Penaltyschüssen verloren haben. Ich bin eigentlich durch einen Zufall zur Unihockey gekommen. Mein Schulkollege Nino Fetsch hat mich eigentlich ich bin dazu gebrungen, zum Unihockey zu spielen. Und jetzt spielen wir hier zusammen in der National. Und für mich ist es auch das Größte, mit Teamkollegen zusammen hart zu arbeiten und den Erfolg nachher zu ernten.